Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute verkoste ich internationalen Whisky. Wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass ich zu mindestens 95% schottische Whiskys hier verkoste, was einfach daran liegt, dass ich die Schotten am liebsten trinke. Infolgedessen sind die meistens hier Gäste in meinem Video. Ab und an probiere ich mal einen Bourbon oder einen Tennessee-Whisky oder mal was Kontinentaleuropäisches oder mal einen Asiaten. Deswegen habe ich mir das Video heute zum Anlass genommen, 4 Whiskys aus 4 verschiedenen Ländern zu probieren, die nicht Schottland sind. Ja? Der erste Whisky, den ich euch heute vorstellen möchte, kommt aus Wales, Nachbarland von Schottland, bekannt durch die leider verstorbene Prinzessin Diana, das war die Princess of Wales, und seit 2004 gibt es in dem Land eben auch eine Whiskybrennerei, Pendarin. Die haben sich mittlerweile eine recht beachtliche Range aufgebaut. Es gibt auch sowas wie eine kleine Serie, die Dragon Range, die umfasst 3 Whiskys und der Celt hier ist einer davon. Die Besonderheit ist, dass dieser Whisky hier in Fässern nachgereift wurde, die vorher rauchigen Whisky enthielten. Was es für Whisky war, keine Ahnung, steht nur da, Finished in Peated Barrels. 41 Volumenprozente, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Das ist bei dem Alkoholgehalt untypisch. Man sagt eigentlich so, ab 46 Volumenprozent ist der Alkoholgehalt hoch genug, um das Destillat auch ohne Kühlfilterung klar zu halten. Ja, bei 41 Volumenprozenten kann es durchaus vorkommen, sollte der abkühlen, warum auch immer, dass er trüb wird. Das wirkt sich jetzt nicht negativ auf den Geschmack aus, sieht halt nur nicht so schön aus. Der hier hat tatsächlich jede Menge Schwebeteilchen drin. Sieht man nicht so gut, vielleicht sieht man es im Glas besser, allgemein ist er sehr hell, aber da ist wirklich jede Menge so kleines Zeug drin. Testen wir jetzt einfach mal. 41 Volumenprozente, recht mild und recht hell. Der hat ja überhaupt keine Farbe. Krass. Das ist echt krass. Also klar plus 1. Sieht man diese Schwebestoffe? Ich bezweifle es. Ne, sieht man nicht. Weiß auf weiß ist schlecht. Aber sie sind auf jeden Fall drin, was eben an der fehlenden Kühlfilterung und dem niedrigen Alkoholgehalt liegt. Ich bin mal gespannt. Hatte ich schon einen Pendarin? Ne, ich meine nicht. Premiere. Da ist schon Eiche da, obwohl er keine Altersangabe trägt und so hell ist. So ein Hauch Eiche ist tatsächlich da. Bisschen grüner Apfel. Also ich habe nicht wirklich was Rauchiges. Ich habe hier eigentlich eher so eine muffige Eichenholznote. So richtig muffig. Aber jetzt nicht unangenehm, oder? Muffig klingt immer so abwertend, ist es nicht. Ein leichter, milder Whisky. Erinnert mich ein bisschen. Also hätte er noch eine gewisse Süße, würde er mich an den Glen Grant, den Major's Reserve erinnern. Das ist dieser recht günstige Glen Grant für 15, 16 Euro. Vom Grundcharakter ähnlich mit diesem grünen Apfel. Mit dem Getreide. Aber hier fehlt mir die Süße, die der Glen Grant hat. Dafür hat er diese muffige Eichenholznote. Aber jetzt kein Fehlaroma oder scharf oder sonst irgendwas. Sláinte. Eine gewisse Süße im Geschmack hat er. Diese grünen Äpfel treffen es wie die Faust aufs Auge. Die Granny Smith. Diese Säure, die da ist. Grün, apfelig. Ja, das passt einfach. Leichte Getreidenote. Auch hier so eine leicht muffige Eichenholznote. Und im Geschmack ist der Rauch ganz, ganz dezent spürbar. Also ich merke ihn jetzt. Ja. Die Frage wäre, hätte ich es geschmeckt, wenn ich es nicht gewusst hätte? Abgang ist nicht so lang. Der Apfel hält sich dieses leichte Raucharoma und diese leichte Eichenholznote, aber ich finde den Whisky echt angenehm. Ja. Wales liegt nicht weit weg von Schottland, dennoch ist Pendarin so ein Underdog. Ich finde, der geht ganz gut, vor allem jetzt für den Frühling, für den Sommer, der jetzt kommen wird. Ist es ein schöner, milder, spritziger Whisky. Passt vielleicht auch gut zu einer Zigarre, vielleicht jetzt nicht zu einer kräftigen kubanischen, aber so eine milde dominikanische, so eine Domrep, könnte da durchaus passen. Ja, cool. Hat mir ganz gut gefallen, vor allem für den Preis. Die Flasche kostet... Also jetzt nicht die kleine, ich meine die 07er. Da gibt es so eine schöne Box, da ist 3x 0,2 Liter drin. Da kann man die schöne austesten. Aber ich glaube, die 0,7 Liter Flasche liegt so bei 35.
Für das Geld macht man da nichts verkehrt. So, wenn man das Gläser noch gleich sauber, mit alles seine Richtigkeit hat. Ja, wir wandern jetzt von Wales nach Amerika und zwar nach Kentucky, nach Lawrenceburg zu Four Roses. Wir haben hier einen Kentucky Straight Bourbon und der hier nennt sich im Speziellen Small Batch, zu Deutsch so viel wie eine kleine Charge. Hier wird eine gewisse Anzahl an Fässern eben zu dieser Abfüllung abgemischt und ich meine, es wären 19 Fässer, ja? Das Gegenstück ist der Single Barrel, ein einzelnes Fass, das abgefüllt wird, den habe ich hier auch schon in dem Video probiert, könnt ihr euch mal anschauen. 45 Volumenprozente, das sind 90 Proof und dieses Relief hier, das ist richtig geil, also das ist quasi auf dem Glas drauf und das Etikett ist so gemacht, dass der Teil hier ausgeschnitten ist und dann gerade draufgeklebt, ne? Echt cool gemacht. Nicht gefärbt. Kühlgefiltert weiß ich nicht. Ich meine, ja, der Bourbon ist eigentlich immer kühlgefiltert, weil es da durchaus mal vorkommen kann, dass der auf Eis getrunken wird, damit er eben klar bleibt. Und das ist jetzt vom farblichen Aspekt her das genaue Gegenteil vom Pandarin. Man hat jetzt hier schon einen leicht dunklen Bernsteinton. Das liegt an den frischen Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Die werden ausgebrannt, ja, und das gibt eben extrem Farbe ab an den Whisky. Na, diese neuen Fässer. Würzig ist er. Nelke habe ich da sehr oft bei Bourbon. Die hat man hier auch. Hält aber schön die Balance mit einer schönen Vanillennote. Ist so ein Wechselspiel aus würzig, nelkig, süßlich, vanillig. Schön. Der ist schön ausgewogen, so mag ich es, weil wenn ein Bourbon jetzt primär würzig ist oder nur primär süß, mag ich nicht so, ist mir zu langweilig. Ja, wenn ich schon mal einen Bourbon trinke, das soll jetzt nichts Schlechtes gegen den Bourbon sein, aber wenn ich schon mal einen trinke, dann soll er auch ein gewisses Aromenspektrum bieten. Und der hier ist für die 26, 27, 28 Euro, ist er zumindest vom Aroma schon, hat eine gewisse Komplexität und gefällt mir. Ich kann mich erinnern, dass der Single Barrel eine leicht alkoholische Note in der Nase hatte, die hat der hier nicht. Cheers. Im Geschmack der erste Antritt ist schön süß. Erinnert mich brutal an Traubenzucker, aber ohne Ende. So diese Traubenzuckerstangen, die sind gelb-rot und so weiter, gibt die gelutscht. So schmeckt er. Leichte Würzigkeit ist da, im Geschmack weniger als im Aroma. Leichte Eichenholznote da, hinten raus immer noch schön süß. Und der Traubenzucker, der hält sich echt brachial lang. Aber schmeckt mega. Der ist lecker. Also für das Geld macht man da definitiv nichts falsch. Wenn man einen guten Bourbon probieren will, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und jetzt ist er noch bezahlbar. Wer weiß, was der Trump die nächste Zeit noch so anstellt. Ja, der hat ja da schon was angekündigt. Ich hoffe nicht, dass der Bourbon teuer wird, aber wenn man einen coolen probieren will für bezahlbares Geld, der Small Batch ist nice und gefällt mir definitiv besser als der Single Barrel. Ja, kann man so stehen lassen. Schön. Die Vanille ist immer noch da, richtig krass Vanille. Schön, zwei Whiskys, beide bisher gefallen. So kann es weitergehen. Beim nächsten weiß ich, dass er geil ist. Ja, der nächste kommt aus Schweden und es ist auch kein Geheimnis, dass ich Markenbotschafter von Magmyra bin. Ja, was ich hier habe, das ist eine sogenannte Rotsbohnenabfüllung. Die Dinger sind relativ rar, da kommt jedes Jahr nur eine gewisse Menge auf den Markt, aber für mich sind genau das die geilsten Magmyra. Die Besonderheit ist, die werden nicht in Schweden, sondern in Deutschland zur Vollendung gemacht. Magmyra-Fässer wandern von Jävle nach Hamburg zu einem Weingut, eine Weinkellerei, und zwar Heinrich van Have. Und dort in Hamburg in Rotsbohnenfässern, also Rotweinfässern aus Hamburg, wird dieser Magmyra-Whisky gefinisht und in Fassstärke abgefüllt. Was ich hier habe, nennt sich Klaas. Der kam schon 2016 auf den Markt. 2017 erstmalig auch gepeatete Varianten, also rauchige Rotsbohnen-Finishes. Die sind immer gleich vergriffen, immer gleich ausverkauft. Ja? Deswegen, ich brauche den jetzt gar nicht künstlich hier schönreden. Geschichte, die Abfüllung. Ich geiz mit der Flasche schon ewig rum, ist jetzt nur noch so ein Schlubber drin. Ich habe mir jetzt dieses Video zum Anlass genommen, um den auch mal in einem Video zu besprechen, weil in einem normalen Video macht es wenig Sinn, die Flasche gibt es nicht mehr. Aber jetzt wisst ihr wenigstens mal, wie er ist.
52,5 Volumenprozente Fassstärke. Auch der Whisky ist nicht gefärbt und ist nicht kühl gefiltert. Man sieht es schon in der Flasche, das Ding hat einen massiven Rotstich, was halt eben an diesen Rotsbrunnfässern liegt. Und das hier ist schon wirklich dunkles Kupfer. Die Farbe ist schon mal nice. Man hat so eine ganz leicht würzige Note, die sich da drüber zieht. Hat was von dieser Nelkigkeit, die auch der Bourbon hat, aber viel, viel feiner, viel, viel zarter. Hinten dran so eine süßliche Bonbon-Note, das ist der Brennerei-Charakter von Mark Myra. Den findet man so in der Standard-Range relativ oft. Hier wird er ein Stück weit durch dieses Rotweinfass überdeckt. Man hat hier so eine ganz dezente, nicht aufdringliche Rotweinnote. Eiche ist da. Und jetzt schon schwerere Eiche. Nicht so das frische, würzige Holz, das die schwedischen Eichenholzfässer abgeben, sondern schwer. Und der Whisky ist halt, das ist mein Ding, ich stehe eh auf so Rotweingeschichten, brutalst. Und der trifft halt genau meinen Geschmack. Deswegen finde ich diese Rotsbrunnabfüllung so geil. Und auch die rauchigen Varianten haben ihren Reiz. Skål! Der hat, zum einen hat er Dampf, aber jetzt nicht unangenehm oder scharf. Der Alkohol ist genau richtig, um diese Komplexität nach vorne zu tragen. Man hat sowas von krass, diese Rotweinnote auf der Zunge. Plus diesen Mark Myra Brennerei-Charakter, dieses süßlich-bonbonartige. Ja, eine leichte Malznote ist da. So ein Hauch von Zitrone ist mit dabei. Und dann angenehme, aber doch spürbare Eiche. Der Abgang wird durch die Fassstärke relativ lang hinten rausgetragen. Und dann kommt nochmal so eine bärige Fruchtigkeit. Oh. Zum Niederknien. Also wenn ihr irgendwo, und ich meine damit wahrscheinlich auf einer Whisky-Messe, mal die Möglichkeit bekommt, so einen Rotsbrunn zu probieren, dann macht's. Und vielleicht habt ihr ja Glück, ich stehe hinten dran am Stand und kredenz euch den, weil die Dinge sind wirklich mega. Die sind leider jedes Jahr sehr schnell vergriffen, weil die Anzahl an Flaschen wirklich gering ist. Meistens sind die schon eigentlich im Vorfeld durch Vorbestellungen weg. Da muss man echt schnell reagieren. Aber wirklich sehr, sehr nice. Und ich gehe mal davon aus, die wenigsten kannten diese Rotsbrunns. Wir sind bei 13 Minuten, ja, das geht. So, wir kommen zum letzten Whisky und wandern jetzt Richtung Asien nach Taiwan, zu Kavalan, das hat sich gereimt. Produziert seit 2005, internationale Bekanntheit erlangt 2012 als ein weltweit anerkannter Whisky-Kritiker, ja, einen Kavalan Whisky zum besten Whisky der Welt gekürt hat. Und seitdem läuft's bei denen ohne Ende. Die haben mittlerweile so viele Brennblasen da drin stehen, produzieren wie die Weltmeister. Allerdings ist das Klima in Taiwan ein ganz anderes. Die können den Whisky nicht so lang reifen, wie es die Schotten machen. Es geht einfach dort durch das Klima viel, viel schneller. Ich hatte schon Kavalan Whiskys, die waren noch nicht zweistellig im Alter. Die waren eigentlich vom Fassaroma schon drüber. Deswegen, die müssen da den Spagat schaffen. Die haben relativ viel Angel Share im Fass. Also da verdunstet relativ viel. Im Endeffekt nur noch halber Inhalt vielleicht im Fass. Deswegen sind die Flaschen einfach teurer. Die Box ist halt auch schon mal ein Highlight. Geil. Hier hinten dran sieht aus wie so eine Harfe. Sieht man das? Ja, ne? Was ich jetzt hier habe, ist ein einzelnes Sherry-Fass. Und wenn ich mir diese Fassnummer angucke, hier auf dem Etikett, die ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-stellig. Flasche, diese taiwanesische Sauklaue, kein Mensch lesen, 250 von 491. Fassstärke 57,1 Volumenprozente, auch der nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Das sieht hier durchs Kamerafenster wie Cola aus, fast schwarz. Auch so sieht es so krass aus. Ich bin gespannt. Also ich habe meistens, wenn Whiskys so dunkel sind, schon gewisse Vermutungen, dass man da einfach nur noch Maggi-Essenz hat. Ich will es nicht hoffen, weil zu fasslastige Whiskys sind nicht mein Ding. Und ich denke, den werde ich auch ein bisschen mit Wasser verdünnen. Ja. Das ist... Ja, das ist tatsächlich von der Farbeinstufung Cola.
Ich bin gespannt. Ist er zu fasslastig? Ist er nicht zu fasslastig? Ich sag vom Aroma, ist er zu fasslastig? Vom Geschmack hält er noch die Balance. Also, ne, er ist nicht zu fasslastig, aber er ist schon, also Eiche ist schon über allem. Und die hat hier so einen zart-bitter-schokoladigen Touch. Richtig intensiv, das muss man mögen. Wenn nicht auf diese schwere Eiche steht und dieses tiefe Sherry-Aroma, der ist bei dem Whisky komplett falsch. Aber tatsächlich kommt noch ein bisschen so die Frische hinten dran durch. Und der ist so ein Mix, so ein Potpourri aus, ja, so Bärenfrüchten, so Waldfrüchte, aber vielleicht schon so angegorene, ja. Das riecht ja alles schon so ein bisschen alkoholisch, jetzt nicht unangenehm, aber schon so wie so vergorene Früchte oder so ein Punsch, so eine Bowle. Aber ist angenehm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass man die knapp 60 Volumenprozente riecht hier. Der riecht gefährlich. Mag vielleicht dran riechen, dass ich schon drei lag. Mag vielleicht daran liegen, dass ich schon drei verrochen habe. Aber der ist, ne, der ist nicht drüber, der gefällt mir. Ich probiere das mal so pur und dann gebe ich mal einen Tropfen Wasser dazu. Und ich weiß auch nicht, was auf taiwanesisch Prost heißt. Sehr kräftig, sehr schokoladig, aber auch die Waldfrüchte, die Beeren. Ja, der ist gut. Nicht so fasslastig. Eich ist aber da, der wird jetzt oben am Zahnfleisch, merkt man, das legt sich ab. Oh, jetzt wird er richtig. Oh, jetzt kommt das Holz. Und auch bitter. Oh, da muss man nicht drauf stehen. Also er ist für mich gerade noch so erträglich, weil zu fasslastige, Sherryfass gereifte Whiskys mag ich nicht. Ja, wenn man da so die Eichenkeule im Glas hat, ist nicht mein Ding. Der geht gerade noch so. Ja. Aber gerade noch so. Aber wenn ich wahrscheinlich den Preis von jenseits der 100 Euro im Hinterkopf behalte, dann brauche ich den wahrscheinlich dann doch eher nicht. Mal gut probiert zu haben. Und wer auf sowas Fasslastiges steht, der kommt hier auf seine Kosten. Und man schmeckt auch, dass er nicht wirklich alt ist. Ja, das ist so aufgesetzte Eichenholznote da im Geschmack. Das hat jetzt nicht viel Tiefgang, nicht viel Komplexität. Aber was er tut im Aroma gut, der wird jetzt unheimlich leicht. Es kommen auch ein paar hellere Früchte dazu. Er riecht so ein bisschen nach so Naschi, diese Naschi-Birne. Naschi heißt ja Birne, also diese Birne-Birne. Naschi. Vielleicht ein bisschen Litschi, also so Früchte, die man normal nicht so im Aroma hat. Also zumindest nicht bei den Schotten. Könnte aber jetzt auch Einbildung sein. Aber er wird auf jeden Fall leichter durch das Wasser. Nicht mehr so die schweren, dunklen Früchte, wird er ein bisschen heller alles. Im Geschmack verliert er durch das Wasser, der schmeckt jetzt eigentlich nur nach Holz. Holzessenz. Schade. Ja, vier Whiskys, die ich probiert habe aus vier verschiedenen Ländern. Den Waliser kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt für den nächsten Sommer ist der echt nice, angenehm zu genießen. Nicht zu komplex, nicht zu einfach, schön mild. Testet den aus, vor allem für den angenehmen Preis. Dasselbe bei dem Four Roses. Wenn man den Kentucky Straight Bourbon probieren will für kleines Geld, den finde ich echt gelungen. Den kann man echt mal testen. Wenn ihr die Möglichkeit bekommt, diesen Schweden hier zu probieren, einen Rotsbohn, macht es, weil es ist für mich das Geilste, was die Schweden zu bieten haben. Und das Interessante ist, wird in Deutschland zur Vollendung gebracht. Und der Kavalan, ja, schwierig. Nicht gerade günstig und man braucht ein gewieftes Händchen, was die Zugabe von Wasser betrifft. Man muss auf fasslastig stehen, auf viel Holz, vor allem auch auf Zartbitterkeit. Wer das mag und auf junge Whisky steht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Wer das nicht mag, sollte lieber die Finger davon lassen, auch weil die Flaschen nicht gerade günstig sind. Das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne zu den Whiskys eure Meinung oder zu den Brennereien in die Kommentare. Ich lese sowas immer gern. Auch wenn ihr Empfehlungen habt zu den Destillen, gerne in die Kommentare schreiben. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Membris besucht. Kommt. Haut rein!